Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroads Online. Wir sind jetzt erstmal im Diskussionsforum von Steeps Railroads Online, denn da habe ich einen sehr interessanten Beitrag gefunden bezüglich den Kurvenradien. Wie ihr wisst, ich schaue ja, dass ich maximal irgendwie da einen Radius von 100 Meter mache und versuche nicht runter zu gehen. Da habe ich mal gesagt, das wäre so das Maximum. Also beziehungsweise das Empfohlene, das stimmt auch, aber man kann tatsächlich kleiner werden und dann ist es auch noch realistisch. Denn da hat jemand eben die Frage gestellt, was ist denn so der Kurvenradius, was wäre denn nur realistisch, weil er auch auf realistisch bauen will. Und dann gab es da eine interessante Auflistung. Und zwar ist es quasi 30 Meter, also 30 Meter war das Allerkleinste, was noch gehen wird. 59 Meter, sprich, das wäre ziemlich eng, aber realistisch für alle Loks, die momentan im Spiel sind. 70 Meter, das wäre so quasi auf Prototypen-Level von der Mainline, aber das wird auch noch gehen. Und 100 wäre quasi das Empfohlene. Also werde ich jetzt schauen, dass mein unterstes Level jetzt 70, also der Radius 70 Meter ist, dass das da noch realistisch ist, beziehungsweise in Notfällen, ja, 60, wenn sie da sagen, das wird soweit passen, wenn das realistisch ist für alle Loks, die jetzt momentan drin ist. Denn er hat hier gemeint, das ist glaube ich hier weiter oben gewesen, the Silverton Railroad that ran 280s, a Class 70, hat also eine 30 Grad Kurve drin gehabt. Das entspricht dem da. Also das war das absolute unterste Limit. Es geht zwar noch weiter drunter, rein spieltechnisch, aber das war nicht mehr realistisch. Also ich schaue, dass meine Grenze 70 Meter ist und nur für den Notfall, dass ich auf 60 runtergehe. Es gab dann auch hier unten noch eine kleine Auflistung. Ist aber nicht wirklich spielerelevant. Da geht es dann auch nochmal um die Radien rein. Also schaut euch mal den Beitrag an, wer hier eine Referenz haben will. Wir gehen einfach mal zurück hier. Das heißt hier Minimum Curve Radius for Future and Current Large Locos. Unbedingt mal anschauen. Und ansonsten hier vom Video mal kurz das Screenshot machen. Okay, so viel mal zu dem. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz ins Spiel und dann geht's gleich weiter. Ja, damit wären wir beinahe im Spiel. Wir sind hier in Railroads Online Extended und ich möchte euch mal ganz kurz erklären, was das heutige Projekt sein wird. Wir sind hier beim Holzfällerlager und wir werden das ganze Ding hier neu bauen und die Industrie versetzen. Denn so wie die Industrie jetzt da gerade ist und mit dem Zirkel, den wir da hier haben, bin ich nicht glücklich. Die Industrie hier, die möchte ich hier nach oben versetzen, in dem Bereich, und etwas drehen, dass quasi die Ausrichtung von diesen Plattformen ähnlich ist wie diese Schiene da in dem Bereich da, dass die Industrie einfach da ist und dann macht man hier eine ganz große Kurve, eventuell hier mit einer Geraden irgendwie so drin, da eine Kurve gerade und dann macht man hier die Ausfahrt und hier so rein, Abstellgleise und ein Depot, vielleicht da, wo jetzt die Industrie im Moment ist. Damit wir das machen können, müssen wir erstmal hier die Lok wegbringen, inklusive den Wagen, nachdem wir hier alles abreißen. Ich würde sagen, die bringen wir da hier unten zur Sägemühle, da auf das zweite Gleis. Da stehen sie erstmal gut und sind nicht im Weg. Und wenn das gemacht ist, reißen wir zumindest erstmal den oberen Bereich hier komplett ab. Dann gehen wir in railroad.studio, zeige ich euch, und dann werden wir die Industrie versetzen. Und da seht ihr dann auch gleich, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen Trial and Error, aber dann könnt ihr das auch mal machen, wenn ihr denn möchtet. Okay, das ist soweit der Step. Wir gehen jetzt ins Spiel rein und werden erstmal hier die ganzen Wagen ankoppeln und düsen hier mal runter. So, da wären wir jetzt auch im Spiel und die erste Amtshandlung ist, dass wir hier mal die ganzen Fahrzeuge wegbringen. Die Lok ist gerade am Aufwärmen, ist aber so gut wie fertig. Wir werden jetzt hier rausziehen und werden an die Wagen hier ankuppeln und dann bringen wir die hier weg. Und, komm, lass mich steuern. Komm jetzt. Hier rein. Ah ja, wunderbar. So, kleiner Pfiff. Und los geht's. Wunderbar, da werde ich mal schnell die Weichen stellen über Railroads Online Extended. Und das ist somit passiert. Mal schon wieder Retour fahren. Also ich mache das jetzt mal kurz auf Quick and Dirty.
Okay. Das sieht doch gut aus. Einmal ankuppeln. So. Sehr gut. Bremsen lösen. Die ist schon gelöst. Ja auch. Wunderbar. Auch und du auch. Sehr gut. Ja dann. Ziehen wir das einmal komplett raus. Ah, wobei, wir haben jetzt gerade eine Lok vergessen. Nämlich die Betsy. Die steht da hinten noch. Machen wir das jetzt am doofsten. Die werden wir einfach mitziehen. Ich will jetzt gar nicht mal warm machen. Mit ein bisschen Schwung kommen wir da schon hin zu der anderen Lok. Das heißt, Kupplung hier. Ja, schon lange nicht mehr mit der Betsy gefahren. Bin ich ja ganz draußen? Ne, jetzt bin ich ganz draußen. Ich weiß, das ist so überhaupt nicht konform, wenn ich jetzt da mit dem ganzen Konvoi so runterfahre. Aber wie gesagt, Hauptfokus ist jetzt erstmal hier bauen und nicht auf Collect fahren. So, drei. Und einmal ankuppeln. Was für ein ungleiches Paar, wenn wir hier die Bremsen lösen. Damit die uns da nicht ausbremst. Und gerne die Lok Nummer 2. Das sieht so doof aus. Ich glaube, davor muss ich kurz ein Foto machen. Das ist echt doof. Irgendwie so. Einmal Screenshot, danke. Nach vorne bitte. Ah, stimmt die Weiche nicht. So, aber jetzt stimmt sie. Ja, ja, der große Bruder ist der kleinen Betsy. Aber die Lok ist einfach brutal stark, ne? Im Vergleich zu den anderen Loks. So, das sollte eigentlich schon reichen. Ich wollte gerade mal die Weichen umlegen, aber das sieht gut aus. Können wir schon gerade wieder Retour fahren. Und, ob ich alles richtig gemacht? Ja, wunderbar. Okay, runter vom Gas. Und Gleisen wäre jetzt das Schlimmste, was jetzt hier passieren kann. Aber gut, dass ich hier so große Radien habe, da sollte das mit der erhöhten Geschwindigkeit nicht so ein Problem sein. Denke mal, wir
können auch hier erstmal stehen bleiben. Es reicht erst bei von Abstand. So, bitte anhalten. Cool. Da bleibt ihr hier unten erstmal geparkt. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch kurz speichern. Und dann sehen wir uns in Railroad Studio wieder. Und dann werden wir die Industrie versehen. Ah, nee, Moment. Wir müssen da oben erstmal die ganzen Gleise wegnehmen. Also wenn ihr dann erstmal experimentiert mit dem Versetzen, müsst ihr die Gleise nicht wegnehmen. Nachdem ich jetzt aber schon weiß, wo die Industrie jetzt dann hinkommt, werde ich die Gleise jetzt schon mal löschen, damit sie da nicht im Weg sind. Und dann werden wir die neu ziehen. Irgendwie geht der Fast Sprint von Railroads Online Extended nicht. Ist aber auch egal, wir haben es ja eh nicht so weit zum Laufen. Können da ja einfach einmal Querfeld eingehen. So, und dann sagen wir hier, abreißen alles. Okay, das wird so super werden, wenn wir dann hier ein sauberes Layout haben und dann im Multiplayer hier zocken. Wenn hier dann schön Traffic ist und dann halbwegs realistisch das Ganze dann aussieht. So, weg mit dir. So, hier auch noch gleich. Wir werden halt höchstwahrscheinlich hier eine kahle Stelle haben. Aber ist wie es ist. Eventuell machen wir dann hier Abstellgleise rein. Dann fällt das Ganze nicht so auf. Und für den Rest werden wir hier die Bäume wieder pflanzen. Denn ich will es eigentlich nicht so kahl haben. Darf ruhig ein bisschen Natur hier haben. So, mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Oh Mann, das waren Stunden von Arbeit. Aber es lohnt sich, danach sieht es dann besser aus. Dann kann man hier wesentlich besser hier reinfahren und aufladen. Okay, das habe ich hier schon weg. Und ein Teil da hinten lasse ich noch stehen, zumindest als Referenz. Auch wenn ich es dann neu bauen werde. Aber das ist dann erstmal hier nicht im Weg. Aber die ganzen Sachen hier. So, cool. Letzten Stückchen noch und dann haben wir's. Ah, das ist so nervig, wenn man die schnell laufen kann. Ich habe das so dran gewöhnt. Okay. Ja, das war's dann erstmal. Cool. Also, da werde ich erstmal speichern und dann wechseln wir mal kurz zu Railroad Studio. Bis gleich. Ja, und da wären wir jetzt auch schon in Railroad.studio und ja, die Software ist ziemlich einfach zu verwenden. Wir kopieren uns erstmal hier diesen Pfad. Local App Data ARR Saved Save Games. Sagen hier Browse. Und bei mir ist es das Slot 3, wo ich die aktuelle Version gespeichert habe. Und dann wird das Ganze hier schon geladen. So, das erste, was ich hier mache, ist die Bäume hier wieder pflanzen, die ich hier alle abgerissen habe. Hier sind die ganzen grünen Punkte, sind die Bäume, die ich gefällt habe. Ich gehe da einmal so drüber. Hoppala. Und dann sind die alle wieder da. Den Rest, den lasse ich da. Okay. Warte mal, wo ist denn das? Players, Spine Tracks. Nein, ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo gab es noch die Einstellung, dass man hier Sachen umbenennen kann. Was ist hier bei Spine Tracks? Okay. Players, Industries, Frames. Ah, da, bei Frames. Ich habe ja noch diesen einen Wagen, der ja keine Nummerierung hat. Und das möchte ich gern anpassen. Das ist ja den, was man beim Start kriegt. Ich kopiere das mal ganz kurz hier. Und na? Einfach nur BLA.
MA. Okay, das kann ich irgendwie nicht speichern. Nummer 1. Na gut, ist auch egal. Wo wir jetzt eigentlich hingehen müssen, ist hier bei Industrien. Bei Industrien werden auch die Holzcamps, also beziehungsweise die Scheitholzlager mit aufzählt. Das kann man dann ganz gut nutzen als Referenz, wo man dann die neue Industrie hinhaben will. Wir wollen das Logging Camp anpassen und dann hat es hier Location. Und dann hat man hier 3 Koordinaten zum Angeben. Das erste hier oben ist quasi links-rechts die Koordinate. Sprich, da links, da rechts, die Richtung. Dann die zweite hier unten, damit 39657, das ist quasi nach oben und nach unten. Und das ist da, ist die Höhe. Das ist wirklich ein bisschen Trial and Error, dass man hier ein bisschen die Werte verändert, dann hier speichert, runterlädt, Save Game lädt, dann schaut, wo ist die Industrie jetzt. Und ich habe das, glaube ich, knapp 20, 30 Mal machen müssen, bis ich dann zufrieden war, wo es dann ist. Ich habe dann zum Beispiel dieses Firewood Camp, also das Scheitholzlager, mal ungefähr in die Position hin platziert, wo ich die Industrie haben will. Und habe mir dann quasi da abgeschaut, was es dann hier für Koordinaten hat. Das nur mal so als Tipp. Meine Koordinaten, die ich nutze, sind hier oben. 1, 3, 0, 5, 6, 5. Das dahinter tun wir auch nochmal anpassen. 9, 9, 2, 1, 8, 7, 5. Ich habe extra noch einen Screenshot davon gemacht. Dann haben wir hier... mal ganz kurz das hier löschen. 5, 0, 6, 5, 7. Dahinter der Rest, der bleibt. Höhe bleibt auch. Speichern. Und dann habe ich noch die Rotation angepasst. Und zwar auf minus 110. Sprich die Drehung. Und jetzt speichern. Das speichert er dann als Modified Slot 3. Müsst ihr es dann entsprechend umbenennen. Also in Slot 3, 4, je nachdem, wo ihr das haben wollt. Und dann wieder im Spiel laden. Und das machen wir. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch wieder zurück in der Natur. Alle Bäume sind wieder da. Aber jetzt ist die Frage, ist die Industrie versetzt? Ja, sie ist. Sie ist jetzt hier hinten. Ah, das ist wunderbar. Hier so schön am Rand. Sehr geil. Nichts steht hier über, weil hier geht es ja nach unten. Klar, man könnte sie noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen, aber ich denke mal, das passt. Und was ihr da vielleicht gerade schon seht, ich habe das ganze Ding komplett gedreht. Weil dieses eine Häuschen, da wird man normalerweise von hier vorne reinfahren und das ist ja hier so ein bisschen schräg zu dieser Plattform hier. Okay, wir werden jetzt erstmal die Industrie von den Bäumen hier befreien. Sieht ja sonst nicht so gut aus. Ah, oh, ich kann endlich wieder schnell laufen. Die können wir eigentlich lassen. Ihr kommt hier auch weg. Oh, das ist so eine coole Sache, dass man Industrien versetzen kann. Ja, mal schauen. Vielleicht nutze ich das nochmal. Um zum Beispiel im Flachland da ein bisschen eine größere Challenge zu haben. Dass wir hier mal die Sachen versetzen. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich das Flachlandbereich mal machen soll. Wird mal anders fahren müssen. Auf den Bergen wird es ein bisschen schwierig, da die Sachen zu versetzen. Okay, tun wir es mal ganz sicherlich weg hier. Mit welchem Gleis fangen wir an? Hier vielleicht eh mit den Baumstämmen hier. Gleisbau. Wir nehmen hier mal das höchste Gleis. Jetzt müssen wir hier mal von der Ausrichtung schauen. 340. Passt das sogar schon? Das gerade mal ausprobieren. Das gerade super aligned ist. Nee, ist es nicht. Warte mal, eigentlich kann ich gerade mal cheaten und mal nachschauen. Warte mal, die Ausrichtung so. Das ist jetzt 10. Ich hab gehabt minus 110. Okay, warum passt das dann nicht?
Ausrichtung 340, Entschuldigung. Sagen wir mal 339. Ist das dann schön? Nee, das passt auch nicht. Ja, aber dann war es ja... Nochmal. Jetzt Einzelschritte 340. Das muss doch eigentlich 340 sein. Ist die Plattform hier nicht ganz dran? Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Nochmal Gleise. 341. Ja, es geht dann da rein. Na, ich krieg's gar nicht richtig angepasst. Na gut, dann machen wir es halt manuell. Also Ausrichtung 340 hier bei der Industrie. Ich würde sagen, den Abstand hier. Und da passt es halt leider nicht. Warum ist jetzt das so krass von der Ausrichtung her? Wieso macht er schon so eine ganz krasse Kurve da? Ich weiß nicht, ob ich das so lassen will. Ich meine, es sollte ja eigentlich nicht so ein Problem sein. Hier passt die Ausrichtung. Ich bin damit ein bisschen unglücklich, dass wir da jetzt hier so nah dran sind. Können es natürlich auch umgekehrt machen. Und machen das einfach von der Seite aus. Ich glaube, ich hätte gern so einen Abstand hier. Das ist jetzt 160. Ja, ich glaube, das kann man lassen. Okay, und also ich merke mal jetzt mal 160. Wir machen jetzt hier mal eine Kurve. Wegen dem blöden Gebäude da. Und das aber sauber auf 300. Okay, und dann geht es dann nach hinten weiter und dann können wir hier zweigleisig fahren. Coole Sache. Stichwort zweigleisig. Das werde ich gerade schon mal vorbereiten mit Hilfe einer Weiche. Das ist die falsche Weiche. Weiche rechts. Ich brauche einen anderen Snap-Point. Den hier. Weil ich gerade den sauberen Abstand habe. Einmal so. Aber. Und Weiche links, glaube ich, war es dann. Ja, genau. Dann habe ich hier den perfekten Abstand. Machen wir hier so eine Kreuzung gerade hin. Dann habe ich die Referenz. Soll man die Weiche gerade hier machen? Warum eigentlich nicht? Und tun das hier verbinden. Nice. Könnte es abreißen. Coole Sache. Dann werde ich aber das auch hier mit der Kurve parallel machen. Sprich, wir werden hier die Kreuzung platzieren und da dran und ziehen dann das Gleis von da nach da vorne. Wieso machst du da so einen Schlenker? Stimmt. Weil das wieder ein anderer Abstand ist, als wie das mit den Weichen.
Okay, kein Problem. Dann machen wir hier den gleichen Trick. Dann haben wir den Abstand. Jetzt müssen wir gerade überlegen, was ist jetzt schlau. Irgendwie so vielleicht. Und... Ach nee, ich brauche die Hilfe nicht. War das jetzt weiche links? Ne, weiche rechts war das jetzt. Hallo? Einmal snappen, bitte, danke. Hallo? Oh, komm schon. Sei jetzt nicht so. Aha, und dann passt es hier. So, jetzt verbinden. Und dann müsste das hier schön gerade sein. Nice, ist es auch. Cool, und dann müssen wir uns jetzt einfach bei der Kurve die Länge merken. Was machen wir hier? Eine 100er Kurve? Ne, mach mal 200. Wie weit können wir denn hier fahren? Schon noch ein Stück. Aber ich würde sagen, wir fahren ungefähr bis hierhin, bevor wir dann zusammenkommen. Wir sind jetzt, warte mal, machen wir genau 38 Meter. Das gleiche auch hier. Warum geht das jetzt nicht auf? Müssten doch jetzt exakt gleich sein. Oder? Doch, dort. Na, Moment mal, das war jetzt Täuschung. Das ist schon gleich. Okay, und bei 38 Metern machen wir hier die... Das muss ich mir kurz selber... Legen. Die Weiche brauchen wir da jetzt, ne? Was ist, wenn wir das ein bisschen anders machen? Gehen wir nochmal die Weiche da. Was ist, wenn wir das im Winkel machen? Heißt, warte mal, das ist jetzt hier die Kurve, dann geht es nochmal in eine Kurve rein. Macht das Sinn, dass man dann hier sagt, weiche links. Bin gerade ein bisschen am Experimentieren. So, da. Ja, dann haben wir jetzt hier noch kaum Platz. Ah, wir sind da vorne schon zusammengehen irgendwie. Weich hier links. Okay, und dann hier quasi Hellbock. Was da nach unten geht, aber das sollte eigentlich für die meisten Loks hier passen, wenn sie da umsetzen möchten. Okay, was, wenn ich jetzt hier ein Auto-Connect mache? Was macht er mir hier dann draus? Abholzen. Baum, du musst mal hier kurz weg. Du auch. Komm, geh weg. Ich will das mal anschauen. Ja, ich glaube, das kann man so lassen.
Oh, du kommst auch weg. Oder wenn man das von der Seite anschaut. Ja, ich denke, das ist okay. So, da abholzen. Coole Sache. Dann braucht man noch das Gleis auf dieser Seite. Da könnte man eigentlich genau das gleiche Spiel machen. Ah, jetzt ist natürlich die Ausrichtung wieder total am Arsch. 340, glaube ich, war das, mit dem ich da gespielt habe. Oder? Warte mal nach. Ach, Spiel. Lass mich mal kurz nachschauen. War das 340? Ja, das sieht nach 340 aus. Vom Abstand her. So hätte ich jetzt mal gesagt. Schön. Ah, Radius natürlich 0. So, schön. Höhe von der Weiche. Mach mal. Die gerade hier, würde ich sagen. Dann wäre es Weiche links. War einmal gedreht. Ja. Geht sich das dann aus mit der Kurve? Ja, müsste ich eigentlich ausgehen. Dann haben wir hier zwei Gleise, die dann zurückgehen. Jetzt muss ich hier genau das gleiche machen. Das war jetzt in dem Sinne aber weich rechts. Oder? Ja. Cool. So, da geradeaus. Hier mal schön nach hinten. Ich würde mal sagen, bis. Na gut, wie weit können wir hier? Schon ein ganzes Stückchen. Also würde ich sagen, bis. Hier hin. Das gleiche noch hier. Plus, minus. Ja, sieht doch gut aus. Abholzen, weg mit euch. Dann kann das hier weg. Dann einmal Auto verbinden. Ja, dann sieht das hier super aus. Perfekt. Und jetzt hier einfach wieder zusammenkommen. Einmal drehen. Eigentlich könnten wir. Na, wir machen es auf dem Hauptgleis. Das wäre Weiche rechts. Snappoint aber hier. Moment mal, ich platziere das mal ganz kurz. Wie viel Platz haben wir dann hier hinten noch? Ja, ist okay. Wir fahren hier noch ein bisschen weiter. Eigentlich hier auch eine Kurve machen. So 130. Und Prellbock hier hin. Schwebt der jetzt? Der schwebt. Okay, vielleicht keine Kurve, dann machen wir das hier gerade. Schwebt er. Okay, dann mach mal hier mal Trick 17. Wir gehen hier mal auf den Bahndamm. Kann ich den. Den kann ich ja gar nicht snappen. Na, ist egal, wir brauchen eh nur so ein bisschen. Dann kommt das drüber, dann sieht man es ja eh kaum. Ja. Ja, warte mal, vielleicht von der Seite mit dem Bahndamm noch mal kurz arbeiten. Ja, einmal kurz drehen.
Ah, so ein feiner Adjustment von der Höhe, das wäre halt nur was. Kann ich halt irgendwie von... Warte mal, kann ich das bei dir snappen? Okay. Oder so? Gewinnt keinen Schönheitspreis, aber das reicht mir. Abholzen. Und dann müssen wir das hier noch irgendwie schlau verbinden. Leise. Bist du hier gerade? Ja. Ich würde sagen, bis circa hier hin. Und dann automatisch verbinden. Cool. Dann haben wir Abstellgleis bzw. Ausweichgleis zum Umsetzen, wenn man hier möchte. Ich denke mal, das ist doch lang genug. Und jetzt müssen wir halt mit den beiden irgendwie hier hinten zusammenkommen. Und dann könnte man das Ganze hier noch lassen, wenn man möchte. Oder wir bauen das halt eben komplett um. Dass man dann hier halt quasi die große Rundfahrt hat. Und wenn man dann quasi hier so reinfahrt, dann sind hier wie so zwei Weichen. Und dann kann man hier links reinfahren und rechts irgendwie große Abstellgruppe oder größere Abstellgruppe hier in dem Bereich, wo die Industrie vorher war. Weil wir haben jetzt auch hier diesen Megabereich. Eigentlich macht es Sinn, dass wir hier halt irgendwie was dicht machen. Aber irgendwie schräg ausgerichtet. Oder irgendwie besser hinkommen. So ungefähr. Ja. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Episode. Ich werde mir jetzt da nochmal überlegen, wie ich jetzt da am Geist eine Abstellgruppe und ein kleines Wartungsdepot hier oben mache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Eventuell werde ich mal ein bisschen vorbauen off-cam, damit ich ein paar Referenzen habe. Oder wir lassen das. Aber andererseits, jetzt haben wir hier so einen schönen Bauplatz. Den müssen wir irgendwie nutzen. Aber ich bin so happy, dass wir jetzt hier das da versetzt haben. Das ist so viel geiler, wenn es hier im Winkel dran ist. Eigentlich, ich glaube, das mache ich hier noch. Ich will mir überlegen, ob ich das hier so in der Kurve lasse oder gerade lasse. Ich meine, das Ganze können wir hier mal ein bisschen begradigen. Das ist ja nur die leichte Kurve drin wegen dem blöden Gebäude da. Das würde ich am liebsten abreißen. Mal schauen. Aber ansonsten sieht das schon mal viel besser aus. Hat Potenzial auf jeden Fall. Okay, ich wünsche euch eine gute Fahrt und bis bald. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.